Such? Dein Name Such? Ich wusste gar nicht, dass die Namen. Macht der Villager die Tür nicht auf? Oder ist jetzt. Ist man jetzt abhauen? Ich weiß es nicht. Ja, stimmt, du hast recht. Da muss man aufpassen. Der braucht dringend ein eigenes Haus. Wir könnten ihn jetzt hier erstmal einfangen. Ihm ein eigenes Haus bauen aus. Was weiß ich. Terrakotta. Steine. Wir haben Steine. Wir haben definitiv viele Steine. Warte mal. Du kannst mir mal folgen. Oder auch nicht. Trinken hat er ja genug im Endlosen abgeholt. Mano! Ich kann doch auch nichts dafür. Oh. Wir bauen ihr mal ein Haus. Wo ist er? Wo ist er? Hallo? Wo ist sie hin? Ach da. Oh, warte. Oh, das ist ja perfekt. Ja, da darfst du gerne bleiben. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, da bist du gut aufgehoben. Da bist du richtig gut aufgehoben. Warte mal, ich hol dir dein Bett, ne? Ich hol dir dein Bett. Dann schläfst du bei den Tieren. Als Bauer, ne? Man kennt's nicht anders. Hier, Ruth. Bitteschön. Nicht unbedingt so. Ja, so. Ah. Bitteschön, jetzt hast du ein Bett. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Kannst du nichts dafür, dass du diese Mods installiert hast? Warte, um worum ging es gerade? Wait a minute, wo kommt denn der her? Ach so, von da hinten. Oh nein. Gut, dafür kann ich schon was. Aber für nichts, was in dieser Mod vorkommt. Davon mal abgesehen, dass ich tatsächlich mit vielen hier in dieser Mod nicht gerechnet habe. Weil ich mich tatsächlich nicht unbedingt großartig da vorbereitet habe auf diese Mod. Ich dachte mir so, ach, ich will Skyblock, da ist ein Skyblock, damit komme ich klar. Ich habe. Fand ja nicht an, dass da noch so viel dazwischen kommt. So. Aha! So, Schaufel weg. Sonst, Aua! Ah, da war das. Okay. Mal da jetzt gerade das Problem war. Oh. Jetzt haben wir unser Feld auch wieder für uns. Und was du meinst, du kannst da nichts für den so runterfällt. Du könntest ja einfach umsichtiger spielen. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings, da hast du recht. Umsichtiger spielen wäre eine Lösung, aber das wäre ja dann nicht witzig genug. Umsichtig spielen kann ja jeder. Weizen. Blöd, dass Ruth unbedingt. Ah, sie pennt. Okay. Dass Ruth unbedingt Kartoffeln haben will. Wir haben keine Kartoffeln. Wir müssen da erstmal drauf warten, dass irgendein Zombie die vielleicht mal fallen lässt. Genauso wie mehr Eisen. Übrigens, genauso bin ich heute schon wieder in den Abgrund gefallen und habe wieder eine weitere von diesen
Trinkflaschen verloren. Weil ich mir überlegt habe, für die Katzen hier eine Katzenklappe zu bauen. So dass sie dann von unserem Haus aus in das Sanctuary für Katzen kommen können. Ja, hier, das wird noch ausgebaut. Dass sie dann sozusagen von da hier rein. Und dann dachte ich so, hier zeige ich das schon mal, ne? Hier, bau hier schön, lauf rückwärts und. Also, ja, umsichtig spielen. Kriegen wir heute nicht mehr rein. Das kriege ich nicht hin. Ah. Oh, ja, richtig. Da war was. Hallo, Ruth. Ruth, 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 Ruth. Ruth, 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 Ruth. Dankeschön. Mal wunderschönes Akazienholz. Hm, gefällt mir. Ab und zu gucke ich mal wie so ein Schwein ins Uhrwerk, weil ich gucken muss, was wir eigentlich alles haben. Es ist ja mittlerweile doch ganz schön viel. Ja, ich habe mittlerweile tatsächlich ein vernünftiges Lager. Oh. Noch ein Diamant. Wie cool ist das denn? Oh. Kaktus. Rote Bäume. Oh, und durchaus schon ein bisschen Lapislazuli. Wir können ja theoretisch schon jede Menge Bücherregale bauen, weil wir haben Zuckerrohr, wir haben Kühe. Wobei ich doch mich ein bisschen nackig fühle. Ich hätte doch viel lieber gerne eine Rüstung. Aber dafür müssen wir noch sparen. Ja, wann, ob wir die Kakteen verarbeiten wollen, weiß ich auch noch nicht genau. Eisen. Eisen, Popeisen. Immer wichtig, ganz wichtig. Ja, machen wir es mal weiter hier. Charakter! Okay, den haben wir, den haben wir, den haben wir auch. Halleluja. Mach doch sowas nicht. Alles für den Content. Können wir noch einen Schwerkraftstest machen? Oh, können wir gerne. Warte, ich muss nur eine Truhe hinstellen und erstmal das ganze Material rausholen. Was ist denn sowas Eisen? Also damit man noch bessere aerodynamische Fähigkeiten bekommt. Eher aus Leder, weil Eisen. Ich spare auf den Amboss. Ich spare tatsächlich auf den Amboss, weil alles andere. Dass, falls wir doch mal irgendwann was, irgendwas rausangeln, zum Beispiel aus unserem Teich, das irgendwie Verzauberung hat, wäre ja ganz cool. Direkt Jeet ohne Truhe. Nix da. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ich bin ernsthaft froh, dass wir aktuell noch leben und nicht. Dauern. Also ich will jetzt nicht mit Absicht hier mein ganzes Zeug verlieren. Das machen wir nicht. Oh oh. Hallo. Du hast gar... Du bist ein Plünderer, aber du hast überhaupt keinen... Oh. Ihr habt überhaupt keine Rüstung, überhaupt nichts irgendwie. Also wenn wir jetzt keinen kompletten Raid haben, ne, ist alles okay. Wir haben zwei Plünderer. Ah, ich brauche auch noch ein Schild. Noch mehr Redstone.
Okay. Wir verlieren noch nicht so lange. Es ist doch nur mentlosen Abgrund. Ja, das Problem ist, man kommt da nicht mehr ran. Ans Lager, weißt du? Das ist ja auch das Problem. Wow, das war ein Sprung. Zu geil gewesen, hätte ich, wenn ich jetzt da mit einem Sprung hätte rüberspringen können. Das wäre geil gewesen. Ah, gut, man kann nicht alles haben. Ah, apropos nicht alles haben. Ich habe nicht alles. Ich habe nicht mehr alle Normalweise. Nee, warte. Wir brauchen Sticks. Sticks. Nicht zu verwechseln mit dem Plus in der römischen, griechischen Mythologie, ne? Ja. Und dann reparieren wir hier mal eben das, was Ruth vorhin so ganz toll kaputt gemacht hat. Hast du toll gemacht, Ruth? Au. Und die müssen wir doch noch mal irgendwo anders hinstellen. Das ist hier doch ein bisschen eng alles. Aber ich nehme mir tatsächlich auch nicht die Zeit, ne, um das mal ein bisschen zu erweitern hier. Also von daher bin ich selber schuld. Aber auf eine Sache bin ich sehr stolz. Ich konnte heute tatsächlich einen Absturz komplett verhindern, weil ich es doch noch mal ins Wasser geschafft habe von diesem Ding hier. Habe ich aber noch einmal geschafft. So. Wie viele Reizen haben wir? Reicht noch nicht. Okay. Ich will wenigstens mal die Schaufel wieder benutzen. Das ist cool. Aber das sind hier irgendwie gleich drei Biome auf einmal, ne? Wir haben hier einmal die Mesa, wir haben die normale Wüste und wir haben die Savanne. Oh, hi. Von den Rüben und dem da mal ganz abgesehen, gibt es nichts, was mich da interessieren würde. Aber du darfst wenigstens frei rumlaufen. Das ist so. Okay, was sind hier eigentlich drin? Redstone und... Das ist eher uninteressant. Ohne Keramik. Die haben wir hier noch gar nicht. Oh, aber 11 Smaragde. Wir könnten theoretisch schon ordentlich was kaufen, wenn wir denn nicht wollten. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass mich das, was er hat, nicht wirklich interessiert. Berry Chest. Gut, können wir einschmeißen. Was ist los? Karl! Wir haben den Karl! Aber du despawnst wahrscheinlich irgendwann. Na komm. Machen wir mal Weizen, damit wir Ruth etwas aufleveln können. Ja. Weizen. Ruth. 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 Hallo. Yay, ich danke. Wow. Wir haben Eier. Wir haben so viele Eier. So, Äpfel, Kuchen. Kuchen nehme ich. Kuchen nehme ich sowas von. Kuchen kommt gleich nach dem Hähnchen. So. Trinken, ganz wichtig. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. Ich meine, den Kürbiskuchen könnten wir theoretisch mittlerweile selber herstellen, aber ich weiß halt nicht wofür. Trinken! Trinken! Trink mit mir!
Mhm. Okay, der ist hier also mit Lama gespawnt und die Lamas waren einfach nur sehr weit weg. Ja, wo ist er denn jetzt? Hier. Okay. Ich meine, vielen lieben Dank für die eine Leine noch, ne? Jetzt haben wir noch eine extra. Das finde ich sehr lieb von ihm. Okay, gehen wir mal kurz wieder Zeug wegräumen. Ein bisschen das Inventar. Ne, wir haben hier zum Glück ein bisschen was angebaut hier. Ne, wir haben jetzt... Oh, Hallöchen, Mietz. Wir haben hier oben eine Katze. Wie geil ist das denn? Die wollen jetzt alle hier hoch. Oh, komm schmusen. Was wollen wir trinken? 70 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Du sagst es. Aber es ist ein cooles Lied. So, und weiter geht's. Ab durch die Mesa. Fußmarkte. Eisen! Noch drei Eisen und wir können uns einen Amboss bauen. Die Redstone-Erze, die plüschen ja auch tierisch vor sich hin, wa? Eisen! Hallo! Oh mein Gott, ja! Hallöchen! Oh, wir haben ein Eselchen! A buried chest. Haben wir hier schon ein paar? Oh, wir haben ein Esel! Haben wir Äpfel? Wir haben keine Äpfel. Warte, doch, wir haben Äpfel. Ruth hat Äpfel. Ruth! Hi! Ich brauche mal Äpfel. Danke! Komm her, du! Du süßes kleines Tierchen, du! Nimm sie alle! Oh, komm! Lass dich ziehen! Wir brauchen einen Sattel. Oh, das ging schnell. Und das ist so ein toller. Wir haben keinen Sattel. Oh, ich wünschte, ich hätte einen Sattel. Wir können die aber auch nicht selber herstellen, ne? Die kann man nur fangen oder finden. Fangen oder finden. Einsiedlung, Entsiedlung, Festung, Dorf, Waffenschmied, Dorfgerberei, Dorf Savannenhaus, Netherfestung, Festung Gang, Wüstentempel, Dschungeltempel, Bastion, Hockenstall. Oder wir kriegen den hier. Dann könnte man eventuell einen kriegen. Oder beim Gerber können wir den auch kaufen. Hm. Dann muss ich dich erstmal mit der Leine rüber verfrachten. Komm mal hier. Komm mal hier, mein Schnuckel. Nee, das wird nichts. Okay, Eselchen, komm mal mit. Unser Eselchen braucht einen Namen. Hallo? Eselchen? Komm mal her. Aber das Eselchen. Aber das Eselchen kommt jetzt hier mit. Aber das Eselchen kommt. Hier lang? Komm schon, Eselchen. Na, oh nein. Na. Oder so. Ja. Gute Idee. Gute Idee. Weißt du? Das ist eine sehr gute Idee. Aber dann musst du hier auch rüberkommen. Jawohl! Das klappt. Aber Esel. Unser Eselchen braucht einen Namen. Ein maulendes Tier. Nein, das ist kein Maultier, das ist ein Esel. Maultier ist ja eine Mischung aus Esel und Pferd. Nicht zu verwechseln mit einem Muli. Allerdings habe ich immer noch... Ich verwechsel immer was wie. Oder ist das doch dasselbe? Ich habe keine Ahnung. Ups. Ja. Ich glaube, da kam es dann jeweils drauf an, welches Tier Mutter und welches Tier Vater war. Warum auch immer man das unterscheidet. Auf die Art. Macht ja eigentlich nicht so viel Sinn. Wenn du Selbstmord begehen willst, dann mach das ruhig. Ah.
Mehr habe ich nicht. Weil die sehen dann anders aus. Okay. Aber das ist halt die Frage, die ich mir dabei stelle. Okay, ich glaube, wir brauchen die hier eigentlich gar nicht. Hallo? Da heben wir uns die Bötchen hier noch auf. Wäre eigentlich auch keine schlechte Idee. Luft holen sollte man. Ja. Das sieht doch gut aus. Die kommen wir dann irgendwann zu den anderen Pflanzen in unseren Vorgarten, wenn wir denn jemals einen fertig kriegen. So. Das ist alles so voll hier. Ich bin nur dezent gestresst. Nur dezent. Von dem ganzen Plunder da drin. Ich glaube, wir haben auch Jahreszeiten. Die Frage ist, welche Jahreszeit haben wir jetzt gerade? Da ist Norden. Ja gut. Steht da nicht. Ich habe zumindest den Verdacht, dass wir, weil... Ach nee, Quatsch! Ich glaube, das richtet sich nach dem Biom, in dem wir gerade sind. Nicht nach den Jahreszeiten. Nevermind. Und wahrscheinlich auch das mit der Hitze. Warum? Wir hatten nämlich zwischendurch einen Hitzeschaden bekommen. Und ich hatte mich noch gewundert. Was? Genau, ich weiß wieder, wofür wir Birke brauchten. Ich glaube, wir haben noch keine mehr. Jo, wir haben keine Birke mehr. Dann, wenn wir jetzt mal ganz kurz ein Birkensetzling da hinsetzen. Vorher holen wir uns hier natürlich noch ein ganzes Zeug runter. Nicht zu dicht an den Rand. Hier machen wir dann auch noch weiter, ne? Was, ich weiß nicht, wer von euch kennt sich denn mit Skyblock so ein bisschen aus und hat eine Ahnung, wie man eine Monsterfarm baut? Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir eine haben. Es wird wirklich langsam Zeit. Du warst ja zu heiß. Wohl kaum. So, jeweils zwei wollte ich immer aufheben, so. Ah, das Gras entwickelt sich weiter, das ist gut. So. Was ich gerne machen möchte, ist den hier wieder austauschen. Oh, Glück gehabt. So. Ah, wie schön. Ist das auch wieder erledigt. Ein bisschen Erde müssen wir uns sowieso aufheben für unsere Baumfarm. Und ja, ich verkompostiere das Zeug erstmal. So. Machen wir hier wieder einen für den. Akazienholz brauchen wir erstmal nicht. Mal gucken, ob wir noch mehr Füchse kriegen. Die müssen wir sowieso noch dazu überreden, dass sie ihr Zeug loslassen, damit wir was auch immer sie haben, wiederbekommen. Das heißt, wir gehen mal kurz zu den Hühnern. Hello, Ladies! Wow! Ups.
Noch eins? Zwei? Ah. Das war viel. Noch mehr Eier? Ihr seid ein paar sehr fleißige Hühnchen, muss man schon sagen. Dabei hatte ich eigentlich vor, euch jetzt hier gleich den Garaus zu machen. Weil wir es dringend brauchen. Also ein paar Hühnchen. Noch ein Huhn, noch ein Ei. Das reicht schon. Du auch. Komm. Aber Füchsis. Da fein gemacht. Ja? Alle zufrieden. Find das süß. Die fressen das nämlich auch. Ja. Hihihi. Rompt, rompt, rompt. So. Dann haben wir noch. Eisen und das da noch? Yes! Freut mich. So, ein paar Federn. Kann man auch immer gebrauchen. Wo habe ich mir eigentlich. Da. Ein Eisen kriegen wir gerade nicht untergebracht. So, hier ist gleich eine Truhe weg. Sehr gut. Ah, oh, ist das schön. Auf jeden Fall würde es mich halt mal sehr interessieren, wie man halt eine Monster. Farm baut. Hallo? Wie weißt du, bist hier irgendwo, aber ich seh dich nicht. Oh, nein. Oh. Na gut. Weil Monsterfarm, ne, gibt dann vielleicht ein paar Gegenstände, die wir gebrauchen können, wie Rüstung oder mehr Knochen oder. Ich hoffe ja immer noch, dass ein paar Zombies spawnen mit, was weiß ich, Kartoffeln und so und dergleichen. Dass wir unsere Kartoffelfarm nochmal hinkriegen. Ich hätte gern Kartoffeln. Wow! Wo kommst du denn her? Nicht gut. Yay! Weil manchmal spawnen die ja auch mit Eisen und so und solchen Sachen. Und deswegen hätte ich gerne irgendwie eine Monsterfarm. Freut mich, dass es da hinten jetzt scheinbar genug Platz hat, dass da Viecher spawnen. So. Und wir brauchen natürlich noch jede Menge. Hä? Wie ist das denn passiert? Hat da unser werter reisende Händler nicht aufgepasst, hä? Was ist da los? Auf jeden Fall wäre dafür eine Monsterfarm halt, wie gesagt, nicht schlecht. Dass wir diverses Zeug noch uns besorgen. Und wenn wir dann mit dem Skyblock komplett durch sind, dann machen wir uns ganz viel TNT und jagen alles in die Luft. Nein, machen wir nicht. Wir werden uns nicht unsere harte Arbeit kaputt machen, das macht nicht wirklich viel Sinn. So, mal gucken. Na, schauen. Wo sind unsere Kühe? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir haben schon wieder eine blöde kleine. Du feiges Ding! So. Das muss ja nun wirklich nicht sein, dass man hier vom Kühen getötet wird. Also wirklich. Alle Nase lang sind irgendwelche Agro-Kühe dabei. Ich verstehe das nicht. Oder sind das zu voll?